Willkommen zurück zu einer neuen Endzeitfolge The Last of Us Part 1. Freut mich, dass du da draußen wieder endzeitmäßig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte apokalyptische Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Heute letzter Tag fürs Gewinnspiel, aber es wird vielleicht, ich bin gerade noch am Gucken und Abklären, nochmal zwei Keys geben. Aber dazu dann mehr, wenn ich 100% Bescheid weiß. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man braucht. Und eine Notiz. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns hier entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Ja, hat hervorragend funktioniert. Aber hätten die Fireflies es besser gemacht? I don't know. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass 99,9% aller Systeme in Korruption und Gier enden. Warum? Weil Mensch. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich meine, man kann ja mal so die ganze Historie der Menschheit durchwandern und dann könnt ihr ja sehen, wie das immer funktioniert, wenn irgendein Imperium aufsteigt, mächtig wird. Irgendwann fressen sie sich selbst auf. Vielleicht sind wir jetzt gerade an diesem Punkt. Ich meine, heutzutage kannst du halt nicht mehr von dem zum Beispiel Römischen Reich sprechen. Oh! Wir sind halt global vernetzt. Was denn? Ich bin am Looten. Heute gehen wir global unter, wenn wir untergehen. So, die Teile hier, die hatten wir. Ja, wahrscheinlich werde ich irgendwas übersehen, aber es ist gar nicht so schlimm, denn wie gesagt, wir haben so viel Zeug, wir sind so gut ausgerüstet. Es wird uns nicht umbringen, wenn ich irgendwas übersehe. Auch wenn viele dann wieder schreien, da ist noch etwas, du hast es übersehen. Jetzt, Spiel ist nicht mehr durchspielbar. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gut. Gute Idee. Na, ich lauf dir bestimmt nicht weg, oder? Ja, am Ende wird irgendjemand immer gierig und erkennt so, ey. Rein theoretisch muss ich gar nichts. Wenn ich will, kann ich auch einfach alle versklaven. Hier. Oh, da drüben liegen noch Teile. Uiuiui, 10 Stück. Lieber mal looten, ne? Ey. Ja, steh mir doch nicht im Weg rum. Du siehst doch, was ich vorhabe, oder? Tut, tut. Oh, geil, eine Werkbank. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Oder verbessere ich meine Pistole? Der Revolver ist schon ganz edel. Nachladegeschwindigkeiten. Feuerrate, mir geht da nicht. Was geht hier? Die Kapazität könnte ich hier verbessern. Die Animationen sind einfach Gold. I like this. Oh, Panzerbrechende ist, glaube ich, auch. Also, ja, die kann auch geil werden. Jagdgewehr kann auch richtig, richtig gut werden. Ziehtempo, Nachladetempo, Reichweite. Wir schauen mal hier rein. Panzerbrechende gehen wahrscheinlich erst ab der nächsten Stufe, ne? Ja. Hm.
Let's go. Ich sollte mir das Gewehr spielen. Das ist echt eine starke Waffe. So, das hier. Na, Zielfernrohr. Man kann es halt nicht mehr abnehmen, ne? Wenn es einmal dran ist, dann ist es dran. Da brauche ich sogar 4. Gut, wir lassen es mal so. Ja, das ist gut. Das ist gut, gut. Sie hat es abgesegnet. Wenn der gute Joel es absegnet, dann ist es gut. Sag mal, wie viele Pillen haben wir? 3, 3, 3. Sieht alles gut aus. 85. Die Fertigungszeit finde ich jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Das Schwanken wäre noch ganz gut. 50 Pillen. Dann ist es weg, ne? Uiuiui, ui, ui, Alter, grausam. Was machen wir? Gar nichts. Nein. Nein. Es ist ziemlich viel los, was? Was soll's? Lässt kein Essen. Und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Wie sinnlos, ne? Die beiden zu erschießen. Ich frage mich immer, warum bauen die nichts an? Irgendjemand hat mir mal erklärt, ja, ist nicht so easy. Weil die Erde ist ja nicht verseucht. Und wenn man jetzt sagt, ja, man braucht... Scheiße, Joe. Ich dachte, wir hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den Schacht Pickup. Pickup? In dem Schock muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Die reden von uns. Okay, mein Freund, was hast du vor? Du wirst auf jeden Fall gefressen von mir. Oh, der sieht mich, ich komme nicht durch die Tür. Was war das? Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Komm schon. Komm schon. Oh Gott. Wir können es leider nicht regeln. Sorry, Mate. Oh, wow. Ja, komm zu deinem Kumpel. Hey, Kumpel. Mach jetzt keinen Scheiß, okay? Was für ein Scheiß, hm? Was für ein Scheiß? Den hier? Ja, ich gönn mir das. Guckst du blöd. Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Das war ein Kompliment. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Also. Nahrung anpflanzen. Die Erde ist ja nicht verseucht. Ich rede ja nicht jetzt hier von irgendwelchen riesigen Maisfeldern, sondern einfach mal Tomaten. Ich habe in meinem Garten auch Tomaten und ich habe nicht mal irgendwelche Botanik und agrarwirtschaftliche Kenntnisse. Ich habe nicht mehr irgendwelche Erde verwendet. Ich habe da hinten einen Kübel gehabt, da habe ich sie einfach reingesteckt und bumm, Tomaten. Warum kann man das nicht? Ihr könnt es mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Irgendjemand hat es mir irgendwie erklärt, da dachte ich mir so, hä? Also es ist wirklich unmöglich zu sagen, ey, wir nehmen einfach irgendeinen Bereich und pflanzen dort Tomaten an. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu. Trommelt alle Kämpfwegen zusammen und bewaffnet sie.
Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armen unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Wer die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir diese Tyrannei ein Ende setzen und ein neues, eigenes Leben beginnen. Mit neuer, eigener Tyrannei, wie man sieht. Ja, wenn du dann halt mal so ein paar Tomatenfelder hast, Gurken und sowas, hast du doch ein bisschen was zu essen. Klar, kannst du damit jetzt vielleicht nicht 30 Leute versorgen, aber du könntest es ja auch rein theoretisch konservieren. Das ist ja auch nicht so schwer. Dafür brauchst du ja auch keine Industrie. Oder Hühner. Eine Hühnerzucht. Da hättest du Eier. Das muss doch irgendwie möglich sein, sich da ein bisschen was zumindest aufzubauen und nicht irgendwie nur davon zu leben, in der Hoffnung, dass die Leute 20 Jahre alte Konserven dabei haben. Ich bin zwar kein Selbstversorger-Experte, aber so ein bisschen kann man schon. Mache ich ja auch. Ich hoffe, dass die Eindringlinge... Wow. Bomben. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Klebeband habe ich nicht, 100%. Jetzt schwören können, die kann man entschärfen. Oder verwechsel ich das mit irgendwie einem anderen Spiel? Okay, hier sind auch welche. Yo, Friends, wir müssen da rein. Aber wie? Drüben durch? Da rein? Da brennt's halt so ein bisschen, ne? Alright, hier geht's wirklich rein. Zwei da oben. Noch mehr. Dreh dich nicht um. Da hinten wird nur ein bisschen gerangelt. Wir rangeln nur. Eine homoerotische Rangelei unter Männern. Alles easy. Rangel, rangel, rangel. Hier ist ein Toter! Au! Wapp, du hast dich geirrt. Weitersuchen! Ha, Idiot. Das ist irgendwie, ne? Die haben ja gesagt, sie hätten nochmal die KI und so alles verbessert. Wirklich helle sind die jetzt auch nicht. Ja, dann spiel mal auf Ultra Mega Hardcore schwer. Jede Berührung, du bist tot. Ja, aber... Aber schon krass, wie ein Mann eine ganze Armee zerwurstet. Ich bin der Zerwurster. Sausage Man! Hals weg, Hals weg. Mist. Na, einer spaziert hier unten mindestens noch rum. Nichts, wo wir mitnehmen können. Ich sag ja, wir sind ultra hardcore gut ausgerüstet. Vorsicht, hier können Bomben sein. Okay, da vorne ist ein bisschen Action. Das Gebäude ist sauber. Das Gebäude ist sauber. Meine Seite ist nicht. Nein, auch nichts.
der Abschnitt ist halt auch wirklich voll mit Banditen. Ah, es sind noch die beiden hier. Was war das? Was war denn das? Lass gut sein. Gleich hier! Miese Drecksau! Gut. Scheiße, scheiße, nein! Bitte töte mich nicht mal, lass mich gehen! Tja, du weißt, dass ich das nicht tun kann. Nein. Es ist halt eben nun mal so. Also jetzt ernsthaft, was soll ich machen? Wenn ich ihn jetzt am Leben lassen würde, er würde seine Homies rufen und ich wäre tot. Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Außerdem habt ihr Mitleid mit den Mörder, Vergewaltiger, Schweine. Ich nicht. Ich hab da kein Mitleid. Schon wieder ein Brief. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive eines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Ja, da bist du King. Und wir sind hier in der Großstadt, obwohl, Moment mal, Benzin hat doch eine Haltbarkeit. Ich glaube 3 Jahre. 2 Benzin, 3 Jahre Diesel. War ich ein bisschen länger. Trotzdem, du kannst nicht ewig hier Reste aus der Tankstelle kratzen oder aus anderen Autos. Benzin geht kaputt. Und hier sind 20 Jahre vorbei, also selbst wenn man sagen kann, ja, bei richtiger Lagerung und wenn nicht zu viel Außeneinwirkung ist, dann sind es vielleicht 5 Jahre. Kannst ja auch knicken. Verwende ich jetzt eigentlich das... Ey, das ist räudig. Ich brauche ein ganzes Messer. Ein ganzes. Egal, wie man es dreht. Man braucht ein ganzes Messer. Das ist richtig räudig. Ah, komm. Gib mir das alles. Ja, 50 Teile wenigstens. Und Pillen. Das verdammte Klebeband. Warum ist es aber auch immer so rar? Das verdammte Klebeband. Was ist das hier? Eine Poststelle und hier gibt es kein Klebeband? Nee. Kein Klebeband, Freunde. Tja, alles ist jetzt am Bobbes. Na guck mal hier, die ernähren sich wirklich gefühlt nur von irgendwelchem Dosenfraß. Alte Weltdosenfraß. Willkommen bei alteweltdosenfraß.org. Okay. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja. Hier, komm her, Ellie. Okay. Ich denke mal, das Wichtigste haben wir. Na bitte. Und hey, keine Klicker bis jetzt. Voll angenehm. Wir sind fast da. Trotzdem, wenn ich noch einen endlos weiten Weg ohne Auto. Und hier werden wir nichts finden. Außer wir können den Humvee kapern.
Das wäre die Rettung. Dawn of the Wolf. Da ist noch eins. Alles voll. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Ja. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Dawn of the Wolf. Twilight auch hier. Kurz bevor die Welt unterging. Nun, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine actionreiche Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Was war das? Irgendwas ist im echten Leben runtergefallen. Und ans Gewinnspiel denken. Ganz wichtig. Und tschüss!